Hallo und herzlich willkommen zur US-Vorbörse. Die Vorzeichen ja nicht allzu freundlich für den Wochenauftakt an der Wall Street. Dazu kommen wir aber gleich später noch. Zunächst einmal schauen wir zu meiner Kollegin Franziska Schimke in Frankfurt. Der DAX scheint schon ein bisschen das vorwegzunehmen, was uns in den USA noch bevorsteht. Wie sieht es momentan aus? Und trotzdem können wir das Ganze durchaus ein bisschen emotionsvoller und ein bisschen schwungvoller präsentieren. Oder was meinst du, Martin? Bist du ein bisschen, ach ja, Neustimmung. Wochenauftakt ist doch eigentlich was Gutes. Sei doch mal ein bisschen zufrieden. Am Freitag wieder. Fallenden. Ja, am Freitag bin ich dann wieder. Okay, am Freitag bist du wieder zufrieden. Werfen wir einen Blick auf den Markt. Ja, gestartet waren wir zaghaft freundlicher nach doch ja einem ordentlichen Rücksetzer in der vergangenen Woche. 2,6% haben wir auf Wochensicht gesehen verloren. War vielleicht aber auch mal ganz gut, so eine Kurskorrektur. Denn zuletzt sind wir wirklich heiß gelaufen. Und die Experten sagen, vielleicht war es das jetzt auch schon mit der Jahresendrallye. Und bis Weihnachten sind wir dann zwischen 13.000 und 13.500 Punkten. Das mit dieser 13.000, das scheint man sich heute hier zu Herzen genommen zu haben. Denn genau diese Marke testet man jetzt. Es ist längst nicht mehr die 13.100-Punkte-Marke, die hier im Visier ist. Nein, es ist diese psychologisch runde Marke der 13.000, die jetzt hier eben gerade auf dem Prüfstand steht. Und die Unterstützung, die wäre bei 12.951. Die sollte bitte halten, ansonsten könnte es weiter nach unten gehen. 1% minus jetzt hier aktuell in Frankfurt. Also die Stimmung durchaus schwarz und im Moll. Gefragteste Werte passt ins Bild. Defensive Titel Merck, FMC, Adidas. Größter Verlierer Thyssen, Deutsche Börse, E.ON, Fresenius und die Commerzbank. Und bei Fresenius, da gab es dann auch einen negativen Analystenkommentar. Und damit vielen Dank für diesen Überblick nach Frankfurt. Tja, dann kommen wir jetzt zu dem, was die Kollegin ja schon gesagt hat. Es sieht nicht allzu günstig aus. Momentan die Stimmungslage eher in Moll, obwohl die Zahlen, die jetzt am frühen Morgen schon reingekommen sind, an den US-Börsen gar nicht so schlecht gewesen sind. Aber Sie sehen es, 0,35, 0,27, 0,34 im Minus jeweils. Der Dow vorhin tatsächlich sogar vom Future her schon dreistellig im Minus gewesen. Wobei, muss man ja immer relativieren. Was sind schon 100 Punkte bei einem Niveau von, naja, 23.000. Kommen wir zu den Einzelwerten, die wir mit im Gepäck haben. Genau, und da haben wir JD.com. JD.com ist ja nach Umsatz der größte Einzelhändler, der größte E-Commerce-Einzelhändler in China. Noch deutlich, deutlich vor Alibaba. Die Geschäftsmodelle sind nicht unbedingt zu vergleichen, weil Alibaba eher eine Plattform zur Verfügung stellt, während dem JD.com eigene Warenlager betreibt und auch genügend Personal hat, das dann letztendlich die Waren zum Endkunden durchschleift. Insgesamt etwa 165.000 Mitarbeiter. Und JD.com hat jetzt, wie gesagt, heute Morgen Zahlen gemeldet. Die waren wirklich ausgesprochen gut für das dritte Quartal. Der Gewinn 23 Cent je Aktie, 10 Cent war erwartet worden. Also die Überraschung hier mehr als 100%, um genau zu sein 130%. Beim Umsatz hatte man das obere Ende der Prognosen getroffen, etwa 12,5 Milliarden US-Dollar. Die Margen haben sich verbessert. All das, was letztendlich im zweiten Quartal der Aktie so ein bisschen zu schaffen gemacht hatte, das war hier der happige Rücksetzer, das ist eigentlich dieses Mal im dritten Quartal deutlich besser gelaufen. Und das Unternehmen hat auch gesagt, wie gut es momentan aussieht, vor allen Dingen auch, was Online-Werbung betrifft. JD unterhält ein eigenes AI-Netzwerk, also setzt auch künstliche Intelligenz ein, und die Umsatzerlöse in dieser Sparte haben dreistellig zugelegt. Das Problem, weshalb die Aktie jetzt nicht so richtig aus dem Quark kommt, wir waren vorbörslich schon bei plus 8%, ist natürlich zunächst einmal die verhaltene Stimmung an den Börsen insgesamt und dann auch, dass der Konzern gesagt hat, wir werden euch eine Spanne nennen für das vierte Quartal, was das Umsatzwachstum von uns aus betrachtet erreichen könnte, etwa um die 35%, aber weitere Angaben machen wir nicht. Und da sind die Anleger enttäuscht gewesen, weil sie natürlich schon gerne gehört hätten, dass die Margen weiter anziehen und dass letztendlich Profitabilität weiter hier im Griff ist und vor allen Dingen auch im Fokus des Konzerns ist. Aber der sagt, wir wollen erstmal wachsen. Also müssen wir schauen, wie sich das Ganze noch rausspielt. Irre Schwankungen momentan, wie gesagt, von plus 9 dann auf knapp auf die Nulllinie, jetzt wieder plus 3%. Müssen wir mal abwarten, was der Handel da heute hergibt. Aber längerfristig ein sehr gutes Unternehmen, sehr interessant. Qualcomm. Auch hier momentan ja, eine überraschende Entwicklung, nämlich die, dass der Konzern gesagt hat,
Wir wollen uns von Broadcom, glaube ich, jetzt nicht so richtig gerne übernehmen lassen für 103 Milliarden. Das ist ja das Angebot. Aber es gibt Quellen in den USA, die übereinstimmend gesagt haben und offensichtlich getrennt voneinander gesagt haben, es wird zu keiner Annahme kommen. Und entweder man will mehr oder man will tatsächlich eigenständig bleiben. Könnte den Kurs heute dann etwas stärker vielleicht unter Druck bringen. Die andere Idee ist natürlich, dass man einfach darauf spekuliert von Anlegerseite, dass hier nochmal nachgebessert wird. In dem Fall dürfte dann das Niveau um die 55 Euro hier tatsächlich verteidigt werden können. Aber da kommt es jetzt darauf an, wie sich das in den nächsten Tagen dann vermutlich ausspielt, in welche Richtung hier der Kurs geht. Hasbro und Mattel sollen gerüchteweise Gerüchten zufolge eine Fusion geplant haben, beziehungsweise soll Hasbro ein Angebot für Mattel abgeben oder es ist auf jeden Fall geplant. Würde natürlich schon Sinn machen. Das Problem der Spielzeughersteller ist ja nun mal, dass sie allein gesehen relativ, leicht bekleidet, um nicht zu sagen nackt im Wind stehen. Und der pfeift ordentlich. Und wenn man die Großkonzerne wie Disney oder die ganzen anderen Studios sich betrachtet, Lizenzinhaber betrachtet, die gehen dann natürlich ordentlich knackig zu Werke und zünden den Unternehmen hier, den Herstellern immer ordentlich hohe Lizenzgebühren drauf, damit sie ordentlich verdienen können. Also würde es durchaus Sinn machen, wenn man diese beiden Unternehmen miteinander vereinen würde. Man hätte ein besseres Marktstanding, könnte sich dann sicherlich auch gegenüber den Produzenten besser zur Wehr setzen, mal abgesehen von den ganzen normalen Synergieeffekten, die sich hier sicherlich einstellen dürften und vielleicht auch auf der einen oder anderen Seite Skaleneffekte. Aber wie gesagt, erstmal nur ein Gerücht, ein sehr interessantes dazu. Sollte man auf jeden Fall, Sie sehen es schon, die Kurse springen an, sollte man auf jeden Fall hier mal im Auge behalten. Sehr interessante Geschichte. Bei Mattel natürlich momentan geht es in die gleiche Richtung, sogar noch ein bisschen stärker. Da hoffen sich die Anleger dann vielleicht tatsächlich noch einen ordentlichen Aufschlag. Wir sehen es hier, 24% mittlerweile die Aktie oben. Sehr interessante, sehr spannende Geschichte momentan. Dann haben wir Nvidia, ebenfalls noch interessant. Da ist nämlich BMO Capital ist rausgekommen, hat gesagt, wir haben uns mit unserer Einschätzung mal gründlich vertan und das Geschäft gerade im Datencenter-Bereich für Nvidia mit den Nvidia-Chips läuft deutlich besser und schneller als erwartet und deshalb hat das Analystenhaus das Kursziel von 135 oder 139 Dollar auf 200 Dollar angehoben und von Underweight auf Outperform das Rating gleichzeitig erhöht. Kommen Sie ein bisschen spät, sehen Sie, das sind Euro-Kurse, das heißt die 200 Dollar haben wir ja längst. Also von der Seite kamen Sie ein bisschen spät, aber es zeigt die Stimmung für die Nvidia-Aktie momentan doch recht gut, auch wenn man das Umfeld momentan als eher bescheiden bezeichnen muss. Jetzt schauen wir mal, was noch bei der Steuerreform rumkommt. Das ist ja das, worauf die Amerikaner momentan genau schauen, ob es da weitere Nachrichten gibt, ob die vielleicht einen positiven oder negativen Effekt dann auf die Stimmungslage haben könnte. Wir bleiben natürlich dran und informieren Sie. Und ansonsten, das sei es von mir gewesen. Ich hoffe, dass wir uns dann morgen an gleicher Stelle wiedersehen. Bis dahin, gute Kurse, gute Zeit. Tschüss.